Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Underworld. So, wir sind nicht genau an der Stelle, an der wir das letzte Mal aufgehört haben. Das liegt an der Speicherfunktion. Aber wir haben zumindest schon alle Gegner und alle Tierarten, die Fauna hier ausgerottet, zumindest in diesem Bereich. Und deswegen müsste jetzt da unten eigentlich noch dieser komische Stab liegen. Da gehen wir gleich runter. Ich habe hier nur noch was entdeckt. Was Wertvolles, das nehme ich natürlich noch mit. Ja, und ich habe auch so ein bisschen offscreen gespielt, mal geguckt, wie es weitergeht, weil ich will euch nicht immer langweilen. Und selbst wenn ich weiß, wie es ungefähr weitergeht, dann heißt es noch lange nicht, dass ich das jetzt auf Anhieb auch wieder schaffe. So, da liegt noch was. Ach, Mist. Ich schmeiß das Ding wieder weg hier, komm. Gut. Hinlegen ist auch okay. Ach, da war nichts drin. Stimmt, da haben wir ja das letzte Mal schon geguckt. Aber das ist halt schon mehrere Tage her. Und du meinst doch nicht, dass der Kryos sich daran noch erinnern kann. So, wir werden hier das Ding einpflanzen. Es gibt hier nur die eine Möglichkeit eigentlich. Es gibt drei Möglichkeiten, aber nur eine davon ist richtig. Komm, geh hoch. Packst du da rein. Jetzt kletterst du da hoch. So, wir müssen aber mal wieder neu die Steuerung lernen, glaube ich. So. Jetzt hier dran. Und dann müssen wir nämlich da vorne wieder an die Wand, wo wir, glaube ich, schon zweimal oder so gewesen sind. Wenn nicht sogar noch des Öfteren. So, und jetzt von hier aus dahin. Danke. Und da waren wir nämlich dann hier mehr oder weniger gescheitert. Ich habe jetzt den Schluss der Folge gar nicht mehr im Kopf. Das heißt, ich weiß gar nicht mehr, sind wir da jetzt weitergekommen oder sind wir daran gescheitert. Komme ich da oben dran? Ich glaube, das hatten wir schon mal probiert, ne? Ah. So, ups, ups. Nein. Ach, dumme Lara. Nein, dummer Kryo natürlich. Weil ich wieder nicht gescheit reagiert habe. So, wir wollen jetzt da dran springen. Sauber die Haare geschnitten. So, jetzt kommen wir da hoffentlich da drauf. Nicht nur hoffentlich, wir kommen sogar drauf. Und jetzt müssen wir dann dahin, nehme ich an. Optimal. Einmal kurz fallen lassen. Aber doch bitte auf die andere Seite, Lara. So, das heißt, wir drehen uns nach da. Lass uns... Ach, nein. Ja, ja, wir haben hier immer Probleme mit der Steuerung. So sieht das mal aus. So, pass. So, jetzt können wir nämlich hier wieder hochgehen. Und auf den nächsten Balken springen. So, und jetzt können wir hier drauf. Und hier können wir uns jetzt runterlassen. Hoffe ich jedenfalls mal. So. Hier waren wir in der letzten Folge noch nicht. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Jetzt haben wir noch den Edelstein oder was auch immer es war eingesammelt. Und hier sind wieder zwei so... Ja, wie heißen die Dinger? Stäbe, Balken, Pfosten. Gibt bestimmt wieder einen Fachausdruck, den der Kryo wieder nicht kennt. Aber macht ja nichts. So, und jetzt können wir dann da drauf. Nein, kletter mal da hoch jetzt, Lara. Stell dich nicht mehr so an wie ein Mädchen. Das war natürlich ein Witz. Also, falls hier tatsächlich Mädchen dabei sein sollten, das war natürlich nur ein Witz. So. Jetzt sind wir hier. Und jetzt sind wir da. Und da war auch wieder ein Speicherpunkt. Sehr schön. So, hier haben wir so einen Haken. Also ein Haken ist es eigentlich nicht. Das ist was, wo wir unseren Haken befestigen können. So, aber hier geht es dann auch gar nicht mehr so runter. Das heißt, wir probieren das hier mal. So, wie ging das jetzt nochmal hier genauso? Ja, man muss halt auch erstmal die Steuerung lernen. Das ist gar nicht so ohne hier. So, jetzt sind wir hier unten. Hm. Wie geht's von hier aus weiter? Nö, da will ich nicht wieder zurück. Also zumindest erstmal nicht mehr. Erstmal noch nicht zurück. Was haben wir denn hier Schönes?
gibt es auf jeden Fall hier zwei Gefäße. In einem ist was drin und in dem anderen... Nein. Nichts. Naja, besser eins als keins. So, jetzt sind wir hier oben. Da hat eben gerade ein X aufgeleuchtet. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Weiß ich nicht. Da ist schon wieder ein X. Jetzt drücke ich mal auf X. Passiert überhaupt gar nichts. Das ist wahrscheinlich die Gamepad-Steuerung, wo ich das mit Tastatur spiele hier. So. Ich glaube, ich muss das hier... Jawohl. Da kommt mein lauter Gewürm entgegengeflogen. Ja, und bis hierhin ist die Stelle, die ich offscreen gespielt hatte. Das heißt, 5 Minuten sind rum und die restlichen 15 Minuten, die irren wir jetzt wieder hier durch die Gegend. Ihr kennt das ja schon. Wie komme ich denn jetzt hier eigentlich wieder runter? Das ist nämlich jetzt mal so die Frage hier, ne? Weil ich könnte doch meinen Hintern darauf wetten, wenn ich da jetzt runterspringe, dass ich dann schon wieder tot bin. Hier kann man auch hochklettern. Nee, kann man nicht. Nur ein kleines Stückchen. So. Lara hängt irgendwie. So, soll ich jetzt da drauf? Nö. Naja. Es hat zwar ein bisschen Energie gekostet, aber wir sind runtergekommen. Und da sehe ich noch was Schönes versteckt. Falsche Taste, richtige Taste. So. Jetzt sind wir hier. Und da würden wir gerne runter. Da gehe ich mal davon aus, jedenfalls. So, eins kann ich, glaube ich, kann ich mich da festhalten? Ja. Ja, ich drück doch Y. Ah, Mann, ich habe doch Y gedrückt. Ich hau dich kaputt. Wenn das hier die Gamepad-Steuerung ist, die angezeigt wird, und nicht die PC-Steuerung, dann muss ich die Programmierer leider töten. Also, E ist die richtige Taste. Y wird eingeblendet und mit E funktioniert's. Auch nicht schlecht. So, jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Da ist so ein Balken. Okay. So, weiter rüber können wir nicht. Wir können da hin, aber hier nicht weiter rüber. Doch, so runter können wir. So, jetzt hängen wir hier an den Balken. Dann lassen wir uns mal schön runter hier. Und da. Ah. Ein Schädel. Wir haben den Schädel. Da ist lauter Gewürm wieder. Lauter kleine Spinnen. Das heißt, so klein sind die gar nicht. Wenn ich die Größe bei mir in der Wohnung hätte, das würde mir schon lang hier. Könnt ihr mir glauben. So, ich weiß jetzt, habe jetzt übrigens eine Vermutung, warum mir andauernd hier diese Gamepad-Symbole eingeblendet werden. Wer meine Let's Plays alle verfolgt, und ich weiß, das tut ihr natürlich. Deswegen habe ich nämlich bei dem einen Spiel auch 100 Aufrufe und über anderen 15. Nein, nur Spaß. Na, ja, zumindest der, was meine Let's Plays immer verfolgt, der weiß, dass ich mir wegen Trackmania 2 Canyon ein Gamepad gekauft habe. Tja, und das ist natürlich im Moment auch angeschlossen und deswegen geht das schlaue Tomb Raider wahrscheinlich davon aus, dass ich hier mit Gamepad spiele, was ich eigentlich gar nicht tue. So, aber bevor ich jetzt noch weiter hier irgendeinen Blödsinn erzähle, ist die Frage, wir haben jetzt diesen kleinen Totenschädel, ja, obwohl so klein war er gar nicht. Aber wie kommen wir hier wieder zurück? Also wir können hier drauf, ja. Und dann ist hier was zum Festhalten. Das ist doch schon mal sehr schön. Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Aber wenn hier was zum Klettern ist, dann werden wir das auch ausnutzen. So, hier geht es ja nur wieder runter. Dann geht es hier rüber. Und da können wir
langklettern. Ich weiß allerdings noch nicht so ganz, ob das so sinnvoll ist. So. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir jetzt hier rauskommen. So, jetzt sind wir hier. Da können wir noch ein bisschen weiter klettern hier. Und dann ist wieder Feierabend, ne? Wir können jetzt hier rüber... Ups. Beinahe hier. Beinahe wäre es passiert. Wir können jetzt hier rüber springen. Dann müssen wir hier wieder runter. Mhm. So. Und jetzt... unten oder oben? Also hier oben sieht so komisch aus. Ich könnte wetten, wenn wir jetzt nach oben springen, dass wir dann hin sind. Wenn wir nach unten springen, sind wir nicht hin. Ach, seht mal, da hängt auch so ein Pfosten runter. Da hätte ich mich wahrscheinlich dran... Da hätte ich dran springen sollen. Aber... Die Kamera ist immer... nee, nicht immer, aber manchmal sehr, sehr hinderlich. Das heißt, da hat es der Programmierer hier gut gemeint, aber schlecht umgesetzt. Denn wenn man manchmal da so dranhängt, so wie eben gerade, dann sieht man überhaupt nichts. Und das heißt, ohne auszuprobieren geht da nicht so viel. Das hätten sie ein bisschen besser umsetzen müssen. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Ansonsten finde ich Tomb Raider Underworld nämlich sehr, sehr genial. Wie in der alten Tomb Raider Tradition gut und auf jeden Fall besser wie die letzten Teile. Wobei die letzten zwei ja gar nicht mal so schlecht waren. Das war Tomb Raider Legend oder Legendary, weiß ich gar nicht mehr. Und dann gab es ja noch die Anniversary Edition. Die war zwar von der Grafik nicht ganz so ruhmhaft, aber immerhin, es war ein gutes Spiel. So, wir sind hier. Wir können wahrscheinlich können wir nicht, nur wir müssen auf die andere Seite. Nein, 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 nein. Genau. So, und jetzt können wir da hoch. Und noch mehr hoch. Nee, oder auch nicht. Wir müssen darüber. Warum halten die sich nicht richtig fest? Was ist denn das für ein Theater? Jetzt sind wir wieder hier, wo wir runtergehüpft sind. Sehr schön. So, dann können wir nämlich hier durch. Und dann sind wir nämlich wieder da, wo wir angefangen haben. So ähnlich. So, mal ein bisschen springen hier, damit die Jungs uns nicht treffen. Die halten nämlich eine ganze Menge aus. Hat er eine Handgranate geschmissen? Nee, sah nur so aus. Der hat sich da versteckt, der alte Sauhund. Komm her. Ja, ja. Bleib nur schön stehen. Und du wirst schon sehen, was du davon hast. Auf jeden Fall ist es schon mal korrekt so, dass hier wieder Gegner sind. Dann wissen wir nämlich eins, wir sind hier vollkommen richtig. So, komm her. Du kannst uns doch nicht das Wasser reichen. So, das war's jetzt erstmal hier mit Gegnern, glaube ich. Und dann gehen wir wieder zu unserem Motorrad. Wenn es denn noch da ist und uns die Jungs das nicht geklaut haben. Aber ich glaube nicht, dass sie das machen. Oder gemacht haben, vielmehr. So, hier wird es wieder dunkel und da müsste dann irgendwo unser Bock stehen. Ja, da ist er auch schon. So, steigen wir mal das Ding ein und ihr seht, hier leuchtet schon wieder ein Y. Ich kann euch sagen, man muss auf die Taste E drücken und nicht auf Y. Ich könnte ja mal spaßeshalber auf dem Gamepad probieren, aber da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Obwohl es nicht... Oh. Oh, da läuft jemand. Da wollte uns jemand angreifen. So ein kleiner Sauhund. So, wo sind wir denn jetzt gelandet hier? So, dieser komische Puma oder was es war, oder Panther. Der ist scheinbar nicht mehr hinter uns her, jetzt sind wir wieder hier. Und die Kamera will nicht so, wie ich will. Ich ziehe sie nach unten und die zieht die automatisch wieder nach hoch. Nach oben, das ist doch doof. Jo, jetzt sind wir hier. Hier können wir jetzt noch ein bisschen hier rumheizen. Aber
aber so richtig wissen, was ich hier machen soll, das tue ich jetzt nicht. Aber das Rumheizen macht auf jeden Fall eine Menge Laune, das ist definitiv klar hier. So. Ich würde sagen, wir steigen mal vom Bock ab hier. Und wir checken mal die Lage. Warum springst du hier wieder zurück? Du sollst da hochklettern, damit ich einen besseren Sichtblick habe. Einen besseren Sichtblick, ja. Ryu, du hast einen an der Waffel. Aber das wissen wir ja schon lange. So, ich suche nach wie vor nach dem besseren Sichtblick. Manche sagen auch Ausblick dazu. Oder Überblick oder was auch immer. Auf jeden Fall nicht Sichtblick. Also passt auf, lernt das. Es heißt nicht Sichtblick. Es heißt Überblick oder Ausblick oder Durchblick oder Aufblick. Alles besser wie Sichtblick. So, wir sind jetzt hier an der Stelle, wo wir da oben dieses, ja, diese Rädchen da bewegt haben. Und wir haben jetzt allerdings den Totenschädel dabei. Wobei ich so momentan nicht weiß, was wir mit diesen machen sollen. Ich erinnere mich jetzt auch im Moment nicht, ob da noch irgendwo eine Stelle war, wo man den hätte einsetzen müssen oder sollen. Das heißt, es ist fraglich, ob wir hier überhaupt richtig sind. Ich sehe jetzt auch nichts, wo man hier hochklettern könnte. Ich würde sagen, wir gehen nochmal hier auf die Kiste und fahren nochmal weiter, weil das macht ja ohnehin sehr viel Spaß. Komm, jetzt mal ein bisschen Schmackes hier. Gibt es hier oben noch was? Da gibt es da noch was. Und hier gibt es auch einen Weg. Gehen wir mal diesen Weg lang. Was haben wir hier? Die Kamera, die macht mich irgendwie wahnsinnig. Das können wir mir glauben. Sieht eher aus, als würde sie wieder zurückgehen. Oh Mist. Beinahe ist gegen die Wand gerasselt. Ich habe übrigens im echten Leben keinen Motorradführerschein. Wobei ich aber die Theorieprüfung bestanden habe. Nur war das damals so, ich hatte Motorrad und Auto zeitgleich gemacht. So, jetzt muss man aufpassen. Oh, jetzt bin ich erschrocken. Moment, ich erzähl's euch gleich. Ich muss mich erstmal kalt machen jetzt hier. Kleiner, mieser, was auch immer. So, das ist jetzt wieder die Stelle hier, denke ich mal, wo wir gerade hergekommen sind, ja. Genau. Ne, da müssen wir jetzt nicht zurück. Deswegen war da auch noch dieser komische Panda, Puma, Tiger, was auch immer. Ja, Tiger war es auf jeden Fall nicht. So. Wo ist denn jetzt die erste Abzweigung hier? Also hier nicht. Oder? Nee. Also die Kamera, die ist manchmal so unausstehlich. Ja, ich hab's nicht vergessen. Ich wollte euch noch was erzählen. So, wir fahren jetzt mal in die Richtung hier. Nee, das ist die gleiche, die wir eben gefahren sind. Das ist aber nicht die gleiche, das ist eine andere. Also hier ist auf jeden Fall wieder ein Speicherpunkt gewesen. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wenn uns was passiert, dann kommen wir hier wieder raus. Ist doch sehr schön. Da ist schon wieder so ein Fuzzi. Und noch mal Speicherpunkt. Was sind wir denn hier? Drücken Sie Right-Button, um während der Fahrt mit Ihren Pistolen zu schießen. Ja, danke für die Hilfe. So ein Ding auch noch hier. Vielleicht war es das. Ich könnte mir ja mal ein Medipack reinballern, aber komm, wir lassen uns mal drauf ankommen. Oh Mann. Wie kriege ich jetzt mal ein Medipack? V, ne? Genau. So, und jetzt die Kerlchen noch hier. Okay.
Mensch, hör doch noch jemanden hier. Da hörst doch noch jemanden. Da ist ja der Sound. So, hier ist wieder so ein Stab. Ist ja klasse. Und wisst ihr, was doof ist? Es ist Zeit, so langsam aber sicher die Folge für heute ausklingen zu lassen. Und hier war kein Speicherpunkt. Und die Lara hängt auch schon wieder. Das heißt, wir müssen die Gegner wahrscheinlich nochmal eliminieren. Oder ich hänge noch eine Folge dran und spiele gleich noch weiter. Wohingegen ihr noch 3 Tage warten müsst. Das ist natürlich ganz fies von mir, nicht wahr? Okay. Ich würde sagen, wir beenden hier die Folge so langsam aber sicher. Aber ich wollte euch doch noch eine Sache erzählen. Genau, ich habe damals Motorrad und Autoführerschein gleichzeitig gemacht. Tja, und dann habe ich meinen Autoführerschein bestanden, hatte aber zu dieser Zeit noch keine einzige Fahrstunde mit dem Motorrad gehabt. Und es war auch offiziell gar nicht erlaubt, dass man die Theorieprüfung für Motorrad ablegt, ohne Fahrstunde gehabt zu haben. Wir haben es trotzdem gemacht. Das heißt, ich hatte die Theorieprüfung Auto und Motorrad zusammen, habe beide bestanden. Tja, nur leider war ich dann so glücklich mit meinem Auto, dass ich nie wieder hin bin zur Fahrschule. Ja, und so ist es auch heute noch. Nur, dass wahrscheinlich die theoretische Prüfung meines Motorrads an Gültigkeit verloren hat. Und wenn ich das heute machen wollte, müsste ich wahrscheinlich beides nochmal machen. Also sowohl Motorradpraxis als auch Theorie. Tja, so war das. Ich hatte es vorgehabt, den Motorradführerschein zu machen, aber ich habe es nie gemacht. Naja, in diesem Sinne, vor unserem Motorrad, sage ich mal, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.